Highly welcome, ladies and gentlemen. Herzlich willkommen zu meinem exklusiven 420 Channel. Right here, right now. Du hast es bestimmt mitbekommen. Die Kanäle sind jetzt aufgesplittet. Es gibt einmal Shinsky normal und einmal Shinsky 420. Und hier bei Shinsky 420 gibt's only 420 Stuff. Und das Ganze werbefrei für immer. Heute hier in diesem Video werden wir zwei dicke, fette Pakete von Gizeh auspacken. Gizeh ist meine absolute Favorite 420 Marke. Ihr wisst es vielleicht, die Leute, die mir auf Instagram folgen und so weiter und so fort, die haben es wahrscheinlich schon des Öfteren gesehen, dass ich Gizeh immer in den Himmel lobe. Und es ist etwas Geiles passiert, Leute. Gizeh ist jetzt der offizielle Partner bzw. Sponsor von Shinsky. Ich fühle mich mehr als geehrt, dass diese heftige Brand tatsächlich sich bereit erklärt hat, den Shinsky zu sponsern. Und aus diesem Grunde haben wir hier zwei riesige Pakete. Ich zeige sie euch mal. Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung, was hier drin ist. Es ist riesig, Mann. Es ist einfach riesig. Es wird wahrscheinlich so eine Art Poster sein, Aufsteller, irgendwie sowas. Ich bin mega gespannt. Und hier unten ein mega schweres Package. Ja, ihr kennt's. Wir packen das Ganze gemeinsam aus. Ich habe selber noch null Ahnung, was drin ist. Also doch, es werden auf jeden Fall Kleidungsstücke drin sein. Aber ansonsten habe ich wirklich gar keine Ahnung. Ich bin super gehypt, super gespannt, super aufgeregt. Das Paket kam heute an und wir dachten, nee, wir dürfen nicht warten. Vor allem, wir können nicht warten. Wir müssen es jetzt auspacken. Und deswegen treffen wir uns hier alle zusammen, heute, hier und jetzt, und ziehen uns das Ganze gemeinsam rein. Also, lasst uns starten. Here we go again. Ja, also, wo ist denn hier ein Öffnungsmechanismus? Okay. Warte mal. Ich glaube, das ist hier sowas. Guck mal. Ich glaube, sowas ist das. Nur noch nicht zusammengebaut. Das haben wir uns ja aber letztes Mal schon bei der Messe mitgenommen, weil wir das schon mega geil fanden. Und was haben wir denn hier? Uiuiui. I got it, man. Und es sind die King Size Slims. Was haben wir hier? Ach so, guck mal. Da haben wir die Queen Size nur gehabt. Hier ist es leider ein bisschen kaputt gegangen. Das macht aber gar nichts. Das ist nur das Knickding. Guck mal, hier hatten wir die Standard Queen Size. Und hier King Size. Geil. Ja, die bauen wir zusammen. Packen wir hier in die Ecke oder so. Mega geil, dass vielleicht ein Gizeh permanent zu sehen ist bei den 420 Videos. Schade, dass hier keine King Size XXL Papes drin sind. Okay, Schatzi, darf ich dir das irgendwie rüberreichen, dass du das kurz, natürlich, kurz entsorgst in den Pappmüll? Liebe an Gizeh, also es ist aufregend. Vor allem bin ich jetzt sehr... ich habe hier gerade gegengefickt. Das war das Riesenpackage mit den Aufstellern. Und jetzt kommt hier das andere Riesenpackage. Oh, Alter. Was übrigens 7,9 Kilo wiegt. Wir haben hier ein 8 Kilo Package. Ich freue mich schon auf die Mary Jane. Da hat Gizeh natürlich auch wieder einen Stand. Und da werden wir auch wieder vor Ort sein. Und das Ganze natürlich per Video begleiten. Die Vlogs kommen alle hier auf Shinsky 420 höchstwahrscheinlich. Außer der erste. Der erste wird wahrscheinlich teasermäßig noch auf dem alten Kanal kommen. Und dann geht es nur noch hier auf diesem Kanal weiter. So, wir machen das Ganze wie immer. Ich schiebe es ein wenig zur Seite und ich packe nach und nach aus, nicht? Hier haben wir erstmal ein bisschen Verpackungsmaterial. Das kommt erstmal weg, 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 weg. Und jetzt greife ich rein. Oh. Wir haben hier ein ganzes Display voll mit Active-Kohle-Filtern. Das ist doch was. 10er-Packages sind aber die großen, ne? 8 mm Filter. Muss ich sagen, also wenn dann drehe ich immer mit den 6 mm. Alter. Arsch viele Sticker. Alter, geil. Stay high. Nee, Stay Gizeh. Verzeihung. Stay Gizeh ist geil. Geile Sticker, Alter. Ne? Muss ich sagen, sind nice. Lege ich mal hier hinten hin. Noch ein Paket. Noch mehr Sticker. Alter! Boah, geil.
Alter, sind voll die geilen Sticker von Gizeh. Ne? Mhm. Also finde ich super geil. Ich merke direkt einen Tray. Gizeh-Tray. In einem bunten, abstrakten Kunststil. Ach so, nee, guck mal, hier ist eine Dame. Ja, jetzt erst erkannt. Da freut sich die Rosa drüber. Du, 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 du. Ein ganzes Ding mit pinken Blättchen? Ja. King Size Slim Plus Tips. Alter. Alter, geil. Oh. Ey, es ist keine Werbung. Nein, es ist meine Meinung. Ich liebe die Blättchen von Gizeh. Und zwar sind es einfach die perfekten Blättchen. Es ist die perfekte Haptik, es ist die perfekte Größe, die perfekte Dicke, die perfekte Klebekraft und vor allen Dingen das perfekte Packaging mit diesen Magneten. Es ist einfach nur mega geil. Es ist wirklich einfach nur mega geil. Und ich muss kurz eine Hintergrundgeschichte erzählen. Diese Kooperation ist eigentlich nur deswegen zustande gekommen, weil die Vivi, die raucht ja viele Jays, ne? Und ich drehe gerne mal für die Vivi die Jays und habe jetzt aber alle meine Gizeh-Blättchen weggedreht und bin dann gezwungenermaßen umgestiegen auf andere Papes. Und ich habe keine guten gefunden, ehrlich nicht. Ich kann damit auch nicht so gut drehen. Also Gizeh ist das ein und alles für mich. Ja klar, ist natürlich Geschmackssache, aber wenn du Gizeh noch nicht kennst und du 420 Man bist, dann probier doch einfach mal Gizeh aus. Ich finde, es gibt einfach wirklich nichts Besseres. Und hier ist der offizielle Gizeh-Aschenbecher, den es auf der Mary Jane letztes Jahr gab. Ich bin sehr gespannt, weil Gizeh ist ja dieses Mal auch wieder Partner bei der Business Lounge, bei der Mary Jane. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob es da wieder nice Sachen gibt. Das ist schon fast krank. Das ist schon fast krank. Wir müssen uns, glaube ich, ein bisschen beeilen, weil hier ist viel zu viel drin. Hier ist J-Safe. Auch, muss ich sagen, wenn es um Joint-Aufbewahrung geht, number one im Business. Wirklich. Aufgrund dieses komischen Gumminippels da innen drin, der sich anpasst an alle deine Größen. Alter, was ist denn das? Gizeh Joint Tube. Alter! Ach so! Ha. Ey, wir kriegen die ganzen Trails. Alter, Liebe an Gizeh, Alter, ihr seid verrückt. Das heißt, wir machen jetzt unseren eigenen Gizeh-Raum hier in der Wohnung, theoretisch. Kann man sich schon fast einen Gizeh-Kiosk einrichten, ne? Dann können die Leute, wenn sie hier kommen, können sie mal sich als erstes eindecken mit neuen Papers und allem, was das Herz begehrt. Ey, das ist ja mega nice. Und ich muss auch sagen, ich bzw. wir mögen solche Tubes sehr, sehr gerne und wir können da fast gar nicht genug von kriegen. Erst recht jetzt zur Mary Jane, weil man hat ja keinen Bock und vor allen Dingen keine Zeit und natürlich auch kein Platz, um sich vernünftig was zu drehen bei der Mary Jane. Das heißt, wir werden da eine Menge vordrehen. Und da sind natürlich diese Joint-Tubes wie geschaffen. Die gute Alexandra, an dieser Stelle natürlich liebe, liebe Grüße, die hat gesagt, dass das Gizeh-Kleidungspaket aus einem anderen Lager kommt und das ist hier gar nicht dabei. Also wir haben hier tatsächlich, natürlich bin ich davon ausgegangen, das sind zwei Dinger gewesen, aber diese beiden Dinger kommen aus dem Gizeh Raucherbedarf-Bereich und nicht aus dem Gizeh-Kleidungsstore. Das heißt, wir kriegen nochmal eine dicke Box, die wir dann hier reinschneiden oder separat machen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wir machen einfach erstmal weiter, wir wollen ja wissen, was hier noch drin ist. Hier haben wir die 6 mm Aktivfilter. Auch ein ganzes Ding, 20 Packungen, ui, jeweils 10 Pieces on the microphone. Also kann man natürlich auch nie genug haben, Aktivkohlefilter, das ist ganz klar, was haben wir nie? Ui, hier war ein nice greasy grinder. Natürlich wieder three parts mit Sieb und so. Ja, geil. Aber ich habe ein bisschen reingeguckt und ich habe hier gesehen, hier ist noch einer. Alter, ey, das hört gar nicht auf. Oh, das ist ja ein richtig geiles Geburtstagspaket. Also das ist, muss ich sagen, ist eine geile Geschenkverpackung. Kurze Frage an Gizeh, gibt's das bei euch im Store zu kaufen so? Dass man, wenn man jetzt einen 420 Friend hat, den das einfach so schenken kann? Weil das finde ich schon mal wieder mega geil. Und vor allen Dingen können wir das wunderbar wieder irgendwo hinstellen. Boah, Alter. Das sind die Liebsten, also meine absoluten Lieblinge. Ich persönlich brauche natürlich nicht die Tipps, also
Mir reichen natürlich auch die ganz normalen Gezi King Size Slim without Tips. Alter. Gezi Limited 420 Edition. Was ist das Geiles? Ach, das sind einfach nur Blättchen. Auch ein ganzes Display. Das sind richtig coole Blättchen. Das sind richtig geile Blättchen, Mann. Alter. Wie heftig. Es sind einfach nur die schwarzen. Aber geil. Super geil. 420 somewhere. Achso, ja, es ist irgendwo, ist es immer 420. Must be 420 somewhere. Aber hier in der Kooperation gibt es auch einen Pullover. Und ich hoffe sehr, dass wir den bekommen. So, Leute, einen Tag später und es ist ein weiteres angekommen von Gizeh. Wir hoffen mal, dass es jetzt das ist mit den Kleidungsstücken. Oh, es ist es. Es ist es. Oh, geil. Wir haben hier einmal ein Gizeh Black One. Einmal in Größe S und einmal in Größe L für Vivi und mich. Alter. Buckethead von Gizeh. Zeig mal her, schnell. Den wird Vivi wahrscheinlich tragen, weil Vivi ist die Buckethead-Frau. Aber geil. Mir steht Buckethead nicht so, ne? Aber ich habe halt auch so einen Minikop. Nein. Alter. Alter, was ist das für eine heftige Qualität? Das ist ein T-Shirt? Alter, wie fett ist denn das? Alter, ey, so ein fettes Qualitätsshirt habe ich noch nie gehabt. Ja, das ist Größe S. Also boah, aber guck mal, wie fett das ist. Also scheiße, hätte ich bloß Größe S genommen. Oh, shit. Ja, das, ach krass. Vielleicht kannst du ja das nehmen als Kleid oder so. Und ich das hier. Aber super geil. Das ist ein bisschen länger. Das könnte Alter, guckt euch das. Dieses Design ist halt auch absolut überkrass. Ja, cool. Und also diese Qualität, Leute, es ist. Also ich habe, wie gesagt, ich mag ja so Markenkleidung und sowas. Ne? Ich habe aber noch nie so eine absolut schwere und heftige Qualität gespürt. Dann haben wir hier, ja, Gizeh Standard-Dinger. Dasselbe nochmal in S nehme ich an für die Vivi. Alter. Oh. Kapuzenpullover, Alter, mit Stick. In Größe S nehme ich an. In Größe M. Ist das Kapuzen-Style? Du hast einen Kapuzen, ich habe auch einen Kapuzen. Ja, schade, dann gab es den 420 leider nicht mehr in unserer Größe. Wir haben nämlich gebetet und die Alexandra hat schon gemeint, vermutlich ist er nicht mehr in eurer Größe verfügbar. Schade. Aber wie ist es, die Shirts? Und zu guter Letzt noch, super geil, haben wir die offiziellen Gizeh Badeenden. Wie cool ist das, Alter? Grüne Liebe an Gizeh, es ist einfach nur geil. Schatzi, du hast ein neues Buckethead. Neuen Buckethead. Aktivkohlefilter. Aktivkohlefilter. Und zwar haben wir hier die braunen. Was ist eigentlich hier anders? Das ist mit Kokoskohle. Mit Kokoskohle, braun. Aktivkohle mit. Warum? Was ist hier anders? Ist es nur die Optik, Moptik? Ich weiß es gerade wirklich nicht. Alter. Das sind die normalen, ne? Ja. Also, die muss jeder zu Hause haben. Die Teile muss jeder zu Hause haben. Und natürlich, wenn du Tipps brauchst, dann mit denen hier. Aber, geil. Schatzi, wir haben jetzt Gizeh bis ans Lebensende. Denn, wie ich gehört habe, ist das noch nicht zu Ende. Wie gesagt, wir haben ja hier eine laufende Kooperation, jetzt ein Sponsoring. Every 420 Video is going to be sponsored by Gizeh. Bis zum Ende dieses Jahres. Und, ey. Geil. Einfach geil. Wir machen weiter und wir haben hier, das ist ein Steezy Grinder. Steezy und Gizeh. Steezy Greasy. Es ist ein Gizeh Stree. Es ist ein Gizeh Steezy Grinder. Just take a Gizeh Steezy Grinder. And your herbs are easy for cheesy grinded. Aber nice. Gefällt mir sehr. Gizeh Steezy, vor allen Dingen der Name ist geil, weil es halt so matcht, ne? Gizeh Steezy. Hier haben wir einen kleinen Grinder, Edelstahl oder Aluminium. Es ist Aluminium, es ist leicht. Auch drei Parts. We got some normal rolls, extra fine rolls, ne? Ach, Endless! Endless ist auch immer geil.
Das ist super geil. Da können wir wenigstens schön große Jays mitdrehen. 5 Meter. Wir haben 5 Meter puren Genuss. Okay, ich muss hier hinten nehmen, weil sonst plumpst es. Okay, das ist platt. Es ist platt gedrückt. Und wir haben geile Aktivkohlefilter, die geil bunt sind. Aktivkohle aus Kokosschalen. Oh, es sind nice 6 mm Aktivkohlefilter, die super cool aussehen. Es sind 50 Stück drin. 6 mm. Das ist echt eine Menge. Hier haben wir nochmal diese. Nee, warte mal, das sind andere. Ach, das sind die konischen Filter. Konische Aktivkohlefilter habt ihr schon gesehen in den Vlogs und so, ne? Hatten wir ja auf der Mary Jane letztes Jahr schon. Sehr nice. Und hier haben wir nochmal die Active Kohlefilter in Pink. Diesmal. Warte. Ja, geil. Alter, das ist so cool, wie viele Trays wir jetzt hier haben. Ne, nicht Trays, ich meine natürlich Displays. Okay, es ist bald zu Ende. Hier haben wir nämlich noch ein kleines Mystery Box Paket. Okay, hier haben wir nochmal den zweiten kleinen. Da haben wir ja anscheinend von jedem 2. Und hier haben wir die Queen Size Blättchen. Queen Size Blättchen sind für kleine Spliffs. So, jetzt haben wir hier nochmal die braunen Paper Dinger. Das sind die ungebleichten. Das war es jetzt schon fast. Jetzt haben wir hier nämlich nur noch mal so eine kleine extra Mystery Box. Wow, wow, wow. Ein kleines, unscheinbares, quadratisches Paket und ich bin sehr, sehr gespannt. Alter, was ist das für eine Ausbeute? Heftig. Ich bin jetzt hier noch mal gespannt, was hier drin ist. Es fühlt sich wieder so aktivkohlig an ein bisschen. Oder hört sich so an, besser gesagt. Ich räume das mal weg, dass wir hier alle diesen spannenden Moment auf der Kamera haben. Ach so, so ein Mischding. Das ist ja cool. Das stellen wir hier einfach so schön hin bei uns, ne? Geil. Also ganz ehrlich, so ein fettes Package haben wir noch nie erhalten von irgendeiner Brand, ne? Gizeh, Alter. Und das erwärmt mein Herz tatsächlich, weil Gizeh ist mir auch eine Herzensangelegenheit. Und deswegen freue ich mich natürlich sehr, sehr über dieses Sponsoring. Und an dieser Stelle natürlich grüne, grüne, grüne Liebe. Ganz starke, ganz massive grüne Liebe an Gizeh. Vielen Dank für dieses fette Paket. Vielen Dank für die Bereitschaft eures Sponsorings. Obwohl dieser Kanal tatsächlich jetzt noch sehr klein ist, denn die 420 Videos kommen halt leider nur auf diesem Kanal. Und wir müssen gemeinsam wachsen, ihr Lieben. Es wird Zeit, es wird Zeit. Ihr wisst, YouTube macht Auge immer. Und ich habe viele Probleme mit meinem Hauptkanal gehabt aufgrund dieser Thematik. Und ich hoffe, dass sich das alles irgendwie besser entwickelt, wenn es legalized ist, beziehungsweise entcriminalized. Ja, an dieser Stelle, wie gesagt, nochmal lieben Dank an Gizeh und ich hoffe, dass wir uns auf der Mary Jane sehen. Bist du denn auf der Mary Jane? Und wenn ja, dann lasst uns treffen. Am Samstag machen wir auch ein geiles Meetup, ein Schinski-kleines Treffen um, weiß ich noch nicht wann, das sehen wir dann auf Instagram. Und ja, liebe Leute von Gizeh, wir sehen uns auch auf der Messe. Ich freue mich schon, wir nehmen euch natürlich auch wieder gleich mit ins Video rein. Und ja, lieben Dank nochmal. Ich kann mich gar nicht oft genug bedanken für dieses absolut kranke Paket. Ich bin fassungslos. An dieser Stelle wünsche ich dir alles Liebe, alles Gute. Wir sehen uns am Wochenende auf der Mary Jane und stay high. Bis dann. Peace.